Und heute quatschen wir mal über die kommenden Updates, die alle bestätigt wurden von den Entwicklern. Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich für einen weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Und heute quatschen wir mal über die kommenden Updates, die alle bestätigt wurden von den Entwicklern. Denn ich stehe ja in sehr, sehr engem Kontakt mit den Boys. Im Team sind wir. Wie die ganzen meisten größeren deutschen YouTuber sind wir zusammen in einem E-Mail-Verteiler und bekommen halt immer die aktuellen Informations. Und in letzter Zeit kam genau nichts. Also seit mehreren Wochen kam da mal gar nichts mehr an. Und das letzte war wirklich der Metamorph. Und alle, die jetzt meinen von wegen, ich habe exklusive Informationen nur hier auf meinem Kanal, die haben gelogen. Nee, ich werde jetzt niemandem hier was unterschlagen oder irgendwas jemandem anhängen, aber wir sind halt alle in dem Verteiler und ich sehe halt, wenn eine E-Mail kommt. Und wenn jemand meint, also ich habe die Information, dann ist es halt sehr fraglich. Hat er da irgendwie nachgefragt oder nachgeforscht oder nachgehakt? Das weiß ich nicht, aber man kann doch mehr davon ausgehen, dass das alles nicht so wahr ist. Aber ich halte mich da ein bisschen verdeckt. Also, was wurde bestätigt, beziehungsweise was haben die Entwickler bislang bestätigt, was kommen wird? Darüber werde ich jetzt quatschen. Ebenso habe ich ein neues Deck zusammengebaut hier, und zwar ein Drachendeck mit den Drillingen mal dabei, die ich natürlich hochziehen kann. Das Gold fehlt, Leute, ihr kennt mich ja. Ich bin arm. Ich bin so arm, ich habe nicht mal Klamotten an. Ich muss nackt durch die Gegend laufen, weil ich mir nichts leisten kann. Ja, das ist halt so. Ich habe nur eine alte Tüte, die mache ich mir meistens über meinen kleinen Pimmel und dann läuft es auf jeden Fall. Also, wir werden darüber quatschen und dabei natürlich mit diesem wunderbaren Deck spielen. Leute, ich bin auf 3051, viele die ganze Zeit rumweinen. Lass mal, bist du so schlecht, du warst mal auf 3,5. Weil ich die ganze Zeit neue Decks austeste. Und die sind halt, meine Decks, die ich jetzt austeste, sind halt, haben nicht so hohe Karten, weil ich mir das Gold fehlt. Sorry, Leute, ich kann die ganze Zeit das gleiche Deck spielen. Das wäre mega langweilig in dem Part und deswegen ist halt doof. Also, fangen wir mal an. Was wird es zu 100% gegeben? Was wurde bislang von den wunderbaren Entwicklern angekündigt? Und zwar die Freundschafts- bzw. die Clan-Kämpfe. Man kann dann quasi genauso wie bei Clash Royale, kann man dann jemanden im Clan herausfordern und dann quasi zusammen bzw. gegeneinander kämpfen. Und guck mal hier, was ist das denn hier? Da ist ein Mage auch noch. Ein Magey-Mage. Warum ist da ein Mage? Die Frage ist, wie reagiere ich da? Wie reagiere ich? Was mache ich? Was mache ich? Nenko ist eine gute Antwort. Ja, Nenko ist okay. Nenko ist okay. Also, die Teamkämpfe, die werden kommen. Da bin ich mal gespannt drauf. Wie wir am Start sind. Komm, Henker, gönn dir. Gönn dir den Rotz. Ja, Henker gönnt sich wieder. Egal, muss ich auf jeden Fall hier mal kurz den machen. Kurz den machen. Metamorph rein. Flop. Oh, jetzt wieder Metamorph. Ist das dein Ernst? Ist das dein... Ich gebe auf. Ich höre auf. Ne, ich höre auf. Ich kämpfe nicht weiter. Das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Der Metamorph ist aber ein Leck geworden. Das ist ja wohl lächerlich. Ne, ne. Dann gebe ich auf. Ich höre auf zu spielen. Ich sag es doch, ich habe immer Pech mit dem Metamorph. Genau, und dann spielt die Wiederbelebung. Also, Freundschaftskämpfe wird es geben. Wann? Keine Ahnung, das sollte, glaube ich, schon vom Monat kommen. Entwickler lassen sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, von wegen, die sind aber nur kacken langsam. Sondern, es ist halt ein kleines Team, die haben halt nicht so die Möglichkeiten und können nicht einfach alles sofort umsetzen. Das ist logisch, das ist klar. Und damit müssen wir leben. Aber, naja, Freundschaftskämpfe wird es dann bald in dem Clan auf jeden Fall geben. Wann? I don't know. Weiter geht's dann mit neuen Karten. Es wurde der Metamorph, den wir gerade eben auf der Hand haben, angekündigt. Der soll der Changeling oder so heißen. Jetzt ist er da. Jetzt ist er krass. Ich kann nicht spielen, ne? Ich kann nicht spielen. Das ist ja unfassbar. Der Metamorph jetzt zu spielen, wäre einfach dumm. Jetzt wäre immer noch dumm zu spielen. Ja, der ist ja da. Der ist ganz cool. Da haben sie auf jeden Fall einiges rausgehauen. Gefällt mir die Karte. Kann man benutzen. Ist auf jeden Fall sexy und ziemlich cool. Drache werde ich jetzt entfernen. Den brauche ich gerade nicht. Und das werde ich jetzt mit den Pfeilen hier bearbeiten, die in alten Bogenschutz stammen. Tschüss. Sonst kann ich ja nichts spielen. Ja, alles wiederbeleben läuft auf jeden Fall bei dir. Ja, dann wurde ja dann noch der Phönix angekündigt. Also es soll einen wunderbaren kleinen Phönix geben. Wann der kommt, wissen wir auch wieder nicht. Aber ich hoffe doch mal, es wird eine legendäre, total coole Karte. Ich hoffe es doch mal. Ich hoffe es sogar sehr. So kurz reingeblitzt hier, tschüss. Er blitzt, ich blitze, wir blitzen alle gegenseitig. Das Deck ist bislang, das ist eigentlich nicht schlecht, das Deck. Aber ich habe ein paar Probleme. Komm, bitte, wird ein Golem. Ja, okay, du bist kein Golem. Warum sollst du auch ein Golem werden? Du bist doch ein Metamorph. Ja, es läuft gerade gut bei mir. Es läuft gerade sogar sehr gut. Jetzt blitze ich mal hier weg hier. Tschüss. Der Blitz war jetzt nicht so gut. Aber der Meteor, hoffentlich reicht der, um beides kaputt zu machen. Meteor, komm.
Dankeschön, du machst beides kaputt. Jetzt kommen die Drillinge, die sollten auf jeden Fall hier gegen den Bogenschützenstamm auf jeden Fall gut ankommen. Wir haben gerade ein paar Probleme hier, Leute. Ich werde gleich weiter quatschen, was hier auf jeden Fall am Start ist. Ich muss gerade ein bisschen kämpfen. Ich muss gerade ein bisschen leben. Ein bisschen leben. Ich möchte nur ein bisschen leben. Ich will nur etwas. Ich will leben. Lass mich bitte leben. Bitte lass mich leben. Ich brauche einen Drachen. Ich brauche irgendwas. Ich muss reagieren. Drache wäre jetzt gut. Überlebe ich bis zum Drachen? Ich glaube nicht. Überlebe ich bis zum Drachen? Komm, komm, komm. Komm, Drache, komm. Komm! Oh, danke schön, Drache, dass du lebst. Deswegen liebe ich dich. Bitte kein Blitz. Alter, wie hoch? Warum hält er so viel aus? Holy moly, wiederbelebt. Wieder... Oh, eine junge Dame noch. Komm, lauf rein. Beide, beide. Komm, ich komme mit beide. Oh, jetzt hier rein. Jetzt sind Drachen heilen. Oh mein Gott. Das ist die Place. Komm, 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 bitte kein Heal. Oh, zweite Drache, zweite Drache, zweite Drache, zweite Drache. Blitz. Drache, lebe, lebe. Du lebst, Drache, du bist geil. Noch ein Golem da oben rein. Ja, die Pfeile. Reichen die Pfeile, um alles kaputt zu machen? Bitte, nein, die Pfeile töten beide Drachen, oder? Don. Ist es so? Nein, es hat nicht gereicht. Komm, Metamorph. Werde was Krasses. Okay, das ist okay. Das ist okay, mir kann ich leben. Slack-König da oben. Alter, wie das hier? Ja, hier, komm. Ist in Ordnung. Meteor ist jetzt hier ziemlich dumm. Die Pfeile kommt von ihm. Da oben ist was dran. Leute, reißen wir es, drehen wir das noch. Das wäre so gut. Das wäre so gut. Ich würde es feiern. So, kurz da den Heal noch rein. Wo bist du hier jetzt so weit vorne? Scheißegal. Kurz die Pfeile für die beiden. Das ist in Ordnung. Warum ist jetzt meine Heilerin da vorne? Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade los ist. Aber es passiert. Es passiert einfach. Nächster Drache. Drache kommt. Jawohl, es zurückpusten. Und der Blitz geht daneben. Oh, es ist gut, mega gut, mega gut, richtig gut. Hier kurz einmal den reingeottert. Oh Gott, das war nicht so gut. Egal, ich habe ja noch Meteor drauf auf der Burg und auf den Don. Es tut mir leid. Wow, wirklich, dein Ernst? Egal, da ist der Henker. Da ist Mr. Henki, da ist ein Drache dran. Wir gewinnen endlich mal der Metamorph. Richtig geil, so gefällt mir das. Also, der Phönix. Der Phönix soll kommen, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auf eine legendäre Karte, die mega krass ist. Wir gönnen uns die Siegeskiste. Was bekommen wir daraus? Etwas Episches. Was denn? Skleck-König, willkommen. Du hast gerade eben schön was gebracht, deswegen gönne ich dir auf jeden Fall mal einen Arschklaps. Was? Arschklaps? Ja, ein Arschklaps. Das ist das neue Wort. Das ist neu bekannt. Natürlich ein Klapser. Ein Klapser. Ich bin gerade so... Ich fällt das Wort nicht ein. Ein Klaps. Was ist ein Klapser? Keine Ahnung. Ein Klaps auf den Arsch. Kennt ihr das? Ich hoffe nochmal. So, weiter geht's. Deutsch ist auch nicht meine Stärke. Genauso wie dieses Spiel hier gerade scheinbar. So, also... Metamorph ist da, Phönix. Weiter geht's dann mit den nächsten und zwar sollen Replays eingeführt werden. Warum droppt denn einfach ein Rage Buff? Es sollen Replays eingeführt werden. Und das Ganze, ja, also Replays ist natürlich eine akzeptable Sache, ist okay, kann ich mitleben, das ist gut, aber ist jetzt nicht unbedingt das größte Update, was kommen wird, weil Replays einzubauen ist jetzt, glaube ich, nicht so aufwendig. Ich gehe davon aus, dass es nicht so aufwendig ist. Und dazu noch eine History. Und zwar eine History, gegen wie man gekämpft hat, warum man gekämpft hat und den ganzen Scheiß hier kommen. Ich hab genug Blitze. Alter, warum sind seine Karten so hoch? Warum sind seine Karten so hoch? Die sind ja voll hoch. So, kurz die Drillinge rein. Die gönnen sich. Okay, der Heal. Kommt von ihm. Oh Gott, der Heal reicht, um den Golem zu... Warum hat der ein Level 10er Golem? Was ist denn verkehrt mit dir? Warum hast du so hohe Karten? Metamorph? Der Metamorph ist so gut bei mir, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, warum wieder ist eine Heilerin? Die einzige Karte, die ich gar nicht gebrauchen kann, das ist wieder Metamorph. Das gibt's doch gar nicht, oder Leute? Das gibt es gar nicht. Da kommt ein Schwadder. Bitte Metamorph, etwas Geiles, bitte. Leute, es ist ein Skandal. Wieso immer bei mir? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Jetzt der Rage Bar. Fick dich doch. Geh weg mit dem Scheiß. Ich hab den Heal drin. Reicht das? Alter Schwede. Da kassiere ich gerade ziemlich hart. Eieiei. Eieiei. Leute, Leute. Probleme. Harte Probleme. Harte Probleme. Den in der Mitte. Ich brauche irgendwas. Ich brauche einen Blitz. Blitz. Ich hab keinen Blitz. Drache. Schaff ich nicht. Oder ich überlebe das nicht. Oder überlebe ich das? Bitte Drache das? Nein. Warum wieder Metamorph bei mir immer so eine Scheiße? Ich nehme den raus aus dem Deck. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Das gibt's doch gar nicht. Ist das mein Fehler? Ist das Pech? Oder bin ich einfach nur scheiße? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich nehme das raus. Ich nehme jetzt noch einen Golem mit rein. Weil eigentlich das Deckspiel mit dem Golem. Ich dachte mir, den Metamorph kannst du mal mit reinnehmen. Aber nö, ich will dich jetzt nicht mehr. Tschüss, weiter geht's. So.
Replays, History von den Kämpfen und natürlich als ganz, ganz großes und als letztes wird es natürlich noch den Android-Release geben. Und zwar, der soll ja erst im April kommen. Wie ein krasser April-Scherz. Bestimmt sagen sie, ja, 1. April, hier ist der Android-Release. April, April, kommt doch nicht. Erst nächstes Jahr im April. Das werden wir natürlich sehen. Also der Android-Release natürlich das Größte, was kommen wird. Und ich hoffe natürlich, dass es dann auch kommt im April. Nicht Ende April, sondern gleich Anfang April. Das wäre ziemlich cool. Da sind wir mal gespannt drauf. Hat auch 10er Golem. Ist der gleiche, ne? Ist das der gleiche? Der 10er Golem. Ja, genau. So, er heilt das wieder hier hoch. Läuft auf jeden Fall bei dem. Da kann man mit arbeiten bei ihm, mit seinem 10er Boys. Hier, Blitz lohnt sich jetzt auch nicht. Wir werden mal die Drillinge entfernen. Tschüss. Da wieder reingeottert. Das gleiche, ein Doppelblitz wäre jetzt auch ziemlich dumm. Warten wir mal kurz. Das wird ein gutes Meteor-Tage. Das gefällt mir. Meteor drauf. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann werden wir einmal kurz reinblitzen. Dann ist der Golem schon mal weg. Und den nächsten Blitz werden wir dann benutzen für... Ja, so komm. Ja, nimm halt einen Rage-Ball, ist mir doch wurscht. Ich mache das so. Sehr, sehr geil. Kollege, nochmal wirst du hier an dieser Stelle nicht gewinnen. Das sage ich dir jetzt schon. Das brauchst du gar nicht versuchen. So, wir warten natürlich hier auf meinen knackigen Boy. Er nennt sich nämlich wunderbarer Drache. Drache kommt. Hallöchen. Willkommen im Team. So gefällt mir das. Aua. Er kommt von allen Lanes ziemlich hart von unten auf jeden Fall. Das gefällt mir gar nicht. Instant meiner Healerin verbrannt. Interessant. Eieiei. Egal. Nächste Drache von unten. Zurück. Schuss. Alles zurückgepustet hier. Wunderbar. So gefällt mir das. So, kurz noch den rein. Doppelfisting. Sein Dreierkollege da in der Mitte reißt auf jeden Fall einiges. Das gefällt mir nicht. Kurz einmal den drauf. Sehr schön. Oben der Zwerg kann ich jetzt wieder nicht verteidigen. Eieiei. Er gewinnt halt schon wieder, ne? Er gewinnt halt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Warum komme ich da nicht gegen an? Er hat einfach zu krasse hohe Karten. Warum ist der Level 8 noch? Ich versteh's nicht. Wie kann der Level 8 sein? Egal, ich habe mich wieder hochgehalten. Das ist schon mal gut. Ich brauche jetzt irgendwie was Krasses. Wieder Drillinge ist okay. Kann ich mitarbeiten? Oh Gott. Oh Gott. Meteor. Raufgeottert, wunderbar. Unten gegen den alten Ohrkrieger kann ich gerade nichts machen. Da haben wir einen Henker, der wird auf jeden Fall einiges reißen. Alter, gewinnen wir doch. Doch, gewinnen wir einfach doch. Können wir doch gewinnen. Glauben wir an das Herz der Karten. Fallen sie von ihm raus. Brauche ich ja eh gerade nicht. So, oben Blitz, Drache, irgendwas. Golem. Golem ist naja. Kann man, ist okay, ist halt ein Golem. Golem kommt. Mit Meteor vielleicht. Reicht das? Es reicht halt nicht. Jetzt noch einen Blitz zu opfern, ist halt total doof. Oh Gott, wirklich. Alter Schwede, was ist denn los hier? Hey, ja, richtig gut gemacht von mir, ne? Jetzt lass mich doch meine Ruhe. Ich gebe mein Bestes und er beleidigt mich hier nur. Die Bombe von ihm. Kurz reingeblitzt. Ist der Golem zumindest weg, das ist schon mal schön. Wir leben noch, mein Freund. Wir leben noch. Egal wie gut ich es gemacht habe, ich mach's richtig gut. So, Drache rein. Schutz, alles wegpusten hier. Oh, ist das ein Battle. Das ist ja ein richtig krasser Kampf hier gerade. Oben. Da habe ich den Henker gegen, das ist in Ordnung. Henker kommt. Henker ist am Start. Da kommt ein Schlamm. Ich krieg gerade die Heilerin nicht weg. Oh, der Schlamm gönnt sich jetzt. Oh, komm, Drache. Du musst. Komm, ich setz auch meinen Heal. Drillinge kommen. Sehr gut. Drache lebt. Da oben wieder ein Schlamm von ihm. Scheißegal. Henker in der Mitte. Das bedeutet Drache Nummer 2. Oh yeah. Oh. Die Overtime beginnt. Leute, wir müssen jetzt irgendwie durchkommen mit irgendeinem Push. Okay, der Rage-Buff von ihm da. Total useless, aber benutzt. Ich muss jetzt irgendwie durchkommen. Okay, ich kann mich ein bisschen wieder hochheilen. Verlängerung ist am Start. Wir müssen jetzt mit dem Drachen genug Damage machen. Wir müssen Damage machen. Drache, komm! Gewinnen wir! Oh Gott, wir gewinnen! Gewinnen wir, reicht das? Blitz! Das reicht, oder? Das reicht! Yes! Wie gewinnen das noch? Wie gut ist das denn bitte? Ich raste komplett aus. Moment. Gut gemacht. Das darf ich jetzt auch sagen. Gerade eben hat er uns eiskalt wegrasiert. Jetzt haben wir gewonnen. Aber warum haben alle Level 8er höhere Karten als ich? Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht mehr. Na egal. So, ja. Das war es soweit alles von den ganzen Informationen. Das heißt, wir haben, Freundschaftskämpfe. Wir haben den Phoenix, wir haben die Replays, wir haben die History der Kämpfe und wir haben den Android-Release im April. Das wurde bislang alles bestätigt und sonst nichts. Leider.
Ich hoffe nochmal, bald gibt es weitere Informationen. Ich hoffe nochmal, irgendwas wird auch bald hiervon kommen. Der einzige Termin von den ganzen Sachen ist halt der April und das ist mit dem Android-Release. Deswegen, es ist halt eine Wundertüte, wann was kommt. Leider. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr euch am meisten freut. Ich auf jeden Fall auf den Android-Release, damit wir zusammen auf jeden Fall mehr spielen können. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, das Ganze hier. Und ja, zurzeit ist es gerade ziemlich schwierig, pokaltechnisch nach oben zu kommen. Muss ich ehrlich zugeben. Muss ich wirklich hier, ja, Lottozahlen, muss ich hier wirklich wieder auf mein Standard-Deck gehen? Das will ich ja nicht die ganze Zeit spielen. Ich will Abwechslung bringen. Aber ihr habt es gerade gesehen, das ist gar nicht mal so einfach. Aber ich kann ja meine Karten hochziehen. Aber die Leute laufen mit 10er-Golems durch die Gegend. Mit 10er-Golems. Ja gut, wenn ich das Gold hätte, hätte ich auch 10er-Golem, ne? Aber trotzdem, naja. Haufen Super Nester Boys, reingauen, bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.